Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und für diese Episode bin ich auf die schöne Nordseeinsel Amrum gereist, denn hier kochen im Rahmen des 36. Schleswig-Holstein-Gourmet-Festivals Gunnar Hesse, der Patron vom Seeblick Genuss- und Spa-Resort Amrum, und Sternekoch Philipp Heid vom Restaurant Prisma aus dem Parkhotel Fitznau am Vierwaldstätter See zusammen. Und wie das so funktioniert, was der Gastkoch mitbringt, welche Vorgaben er macht, weil ja sein Menü gekocht wird, wie er mit dem Team dort klarkommt und ja, all diese Umstände und Befindlichkeiten wollte ich gern mal beleuchten. Und darüber hinaus erzählen die beiden Köche Gunnar Hesse und Philipp Heid natürlich über ihr Schaffen, über ihr Wirkungsfeld. Und das ist sehr, sehr spannend. Und ich kann jedem nur mal empfehlen, schaut mal vorbei auf Amrum. Es ist wirklich sehr, sehr schön hier und ursprünglich. Und nicht zu vergessen, die New York Times hat den Strand von Amrum als einen der schönsten der Welt gekürt. Also echt eine Reise wert. Und im Rahmen des Gourmet-Festivals natürlich auch nochmal kulinarisch ein echtes Erlebnis. Also, jetzt geht's aber los mit Gunnar Hesse. Danach kommt Philipp Heid. Die habe ich nämlich beide unabhängig voneinander befragt. Aber jetzt kommt erstmal noch ein bisschen Werbung. Und da darf ich euch die Cucinaria, den Küchentempel in Hamburg, ans Herz legen. Hier gibt es alles für Küche, Kochen und Kaffeekultur. Auf 800 Quadratmetern Ladenfläche findet ihr über 8000 Produkte. Von A wie Austernmesser bis Z wie Zestenhobel findest du hier alles, was du in der Küche und am Tisch benötigst. Und natürlich auch eine wunderbare Espresso-Maschinenabteilung mit Produkten von ECM, Becerra, Rocket und Profitec. Dazu gehört auch eine Werkstatt für Wartung und Reparatur. Es gibt eine große Messerabteilung und natürlich Töpfe, Pfannen, Kochbücher, eine Kulinarikabteilung, also alles, was das Herz begehrt. Und für mich sowieso mein Lieblingsküchenladen. Ich gehe hier immer wieder gerne stöbern und einkaufen, weil es auch immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Kommt mal vorbei in der Cucinaria in Hamburg-Eppendorf und entdeckt diese wunderbare Warenvielfalt oder shoppt online unter cucinaria.de. Und hier könnt ihr auch unseren Gutschein einsetzen. Einfach Foodtalker10 benutzen und ihr spart bei eurem Online-Einkauf 10%. Foodtalker10 gilt für alle Produkte bis auf reduzierte Ware, Espressomaschinen und Gutscheine. Also viel Spaß beim Shoppen. Das war die Werbung und jetzt geht's weiter mit Gunnar Hesse, dem Patron vom Seeblick Genuss und Spa Resort auf Amrum, dem Gastgeber, und danach kommt dann sein Gastkoch, Sternekoch Philipp Heid. Auch diese Episode wird präsentiert von Der Große Restaurant und Hotelguide. Ich freue mich ganz besonders, nach vielen Jahren wieder auf der Insel Amrum gelandet zu sein. Ich sitze gegenüber dem Gunnar Hesse, der hier, das ist ein Inseljunge auf jeden Fall, und er betreibt das Seeblick Genuss- und Spa-Resort, ja? Moin erstmal. Moin. Ja, genau. Wir haben mal unseren Namen geändert. Vor einigen Jahren sind wir marketingtechnisch mal ein bisschen moderner geworden. Wir waren immer früher das Hotel Seeblick und wir haben 2001 den Betrieb übernommen und dann haben wir gesagt, dann braucht das so einen kleinen Namenswash und den haben wir dann gemacht und deshalb sind wir jetzt das Seeblick Genuss und Spa Resort, weil man bei uns alles bekommt. Und, ja, es sind 64 Zimmer und 51 Mitarbeiter, also relativ, also ungefähr 120, 140 Hausgäste haben wir immer. Wahnsinn. Immer da. Du hast gesagt 2001 übernommen, aber es ist schon im Familienbesitz, sehr lange. Wir haben 2010, haben wir glaube ich 100. gefeiert oder so. Das war irre, ja, ne? Wie lange es schon Tourismus gibt hier. Ja, und auch immer schon als Hotel, immer schon mit Verpflegung, und meine Großeltern haben das gehabt und so ging das dann immer weiter, dann meine Mutter und dann ich jetzt. Und die Kinder, mal schauen, sieht ganz gut aus gerade. Ja, das verpflichtet. Ne? Ja. Hat man da überhaupt eine andere Wahl? Ja, jetzt schon, glaube ich. Also ich hatte die Wahl. Ja. Meine Kinder haben auch die Wahl. Ich glaube, dass die Generation davor immer keine Wahl hatte. Das war ja auch bei Landwirten oder so. So, ich glaube, das ist jetzt schon so. Und vor allen Dingen muss man ja auch sagen, die Zeiten werden ja auch nicht einfacher in der Gastronomie. Und da muss man auch, da muss man nicht ein Kind überreden, sowas zu tun. Das muss es wollen. Und sonst hat das auch keinen Wert mehr. Nee.
Aber du bist dann auf jeden Fall woanders hingeschickt worden oder hast dich selber geschickt und hast gesagt, im elterlichen Betrieb, da lerne ich nicht und auf der Insel lerne ich auch nicht, sondern ich gehe mal auf die Nachbarinsel. Ist ja nicht so weit nach Sylt. Wie viel ist das an der schmalsten Stelle? Naja, eigentlich also mit einem kleinen Boot, also es sind 3,5 Kilometer, wenn man rüberguckt nach Hörnum, mit dem Boot sind es 20 Minuten mit dem Motorboot oder im Sommer eine Stunde mit dem Boot, aber im Winter sind es halt schon 4 Stunden mit 2 Stunden Fähre und Zug. Da ist schon ein bisschen weiter, da ist Hamburg näher. Da warst du schon ganz schön weit weg von zu Hause. Genau. Luftlinie, wo hast du gelernt? Bei Jörg Müller in Westerland damals war ich. Und ich habe überlegt, wo ich lernen sollte. Meine Eltern waren immer schon sind immer gerne irgendwo essen gegangen und dann auch mal haben sie nach Sylt gegangen. Und deshalb war das ganz klar Jörg Müller. Das hat mir gefallen mit 2 Restaurants. Das Sterne-Restaurant, der Pesel mit der gutbürgerlichen Küche, weil ich habe gedacht, nur schön kochen ist es nicht. Wenn ich später mal zurückkomme, muss ich auch Geld verdienen. Und deshalb habe ich da direkt angefangen. Und geht das so unter der Hand, unter Inselnachbarn? Oder muss man da ganz normal sich bewerben und Probearbeiten und so weiter? Ich habe mich ganz offiziell beworben, als wir da mal essen waren. Und bin dann mit 14, habe ich dort mein Schulpraktikum in der letzten Klasse ganz klassisch gemacht. Eine Woche ganz alleine auf Sylt gelebt mit 14, habe da dann mein Schulpraktikum gemacht. Und im Schulpraktikum habe ich den Ausbildungsvertrag unterschrieben. Damit war das Ganze dann gegessen. Genau. Ausbildung gemacht, aber da ging es noch nicht zurück nach Hause. Dann hast du gesagt, jetzt gucke ich mir noch mal ein bisschen was anderes an. Genau, ja, dann habe ich so mehrere Stationen gemacht. Ich bin erst nach Hamburg gegangen, ins Lückernaar, damals zu Josef Viehhauser. Den haben wir hier auch schon im Podcast gehabt. Genau, ja? Der Chef nenne ich ihn immer noch. Sagst wenn du? Ich ihn ja? irgendwo auf der Straße treffe, das ist noch so eine Person, das ist der Chef. Das ist der Chef. Mit den anderen duze ich mich, mit ihm natürlich auch inzwischen. Aber trotzdem spreche ich ihn nicht an wie Jörg bei Müller, sondern ich spreche ihn an mit Chef. Hm. Wann warst du da? Das war das große Aufbäumen, wo wir, glaube ich, insgesamt 6 oder 7 Restaurants hatten. Stimmt, auch in Berlin. Ging es ja richtig ab bei euch. Genau, ja, überall. Wir wussten also gar nicht, wie wir hinterherkamen. Und dann war das aber leider auch, ich bin, als die ersten Restaurants nicht mehr dazugehörten oder es nicht mehr so gut lief, habe ich das Schiff verlassen und bin wieder zurück nach Sylt für ein halbes Jahr, weil mein Lehrjahr Hilfe brauchte. Und dann bin ich da eingestiegen, tolle Stelle bekommen. Genau, und von dann habe ich überlegt, was mache ich dann? Und dann habe ich gesagt, jeder Koch will ja entweder aufs Boot oder in der Wintersaison machen. Und dann bin ich in die Schweiz gegangen und habe da dann im Hotel aus Paradies beim Eduard Hitzberger, dem Nachfolger vom Roland Jüri, habe ich dann 2 Sterne kennengelernt. Das war meine Auslandsstation. Das war ja auch nicht schlecht. Ne? Genau. Das war ja auch nicht schlecht. Und das Spannende ist, heute habe ich ja das Vergnügen, 2 Interviewgäste zu haben. Einmal dich und dann deinen Gastkoch. Und da hast du gerade das Stichwort Schweiz gegeben. Ja, dein Gastkoch kommt ja aus der Schweiz, aber da reden wir später drüber. Aber das Thema Schleswig-Holstein Gourmet-Festival, da sind wir schon ganz lange dabei, oder? Ja, meine Mutter war schon immer in vielen Dingen, die hat ja den Betrieb übernommen und hat gesagt, wir müssen irgendwas machen. Und sie war immer schon eine Person, die gesagt hat, wir müssen mit dem Personal anders umgehen, wir müssen Events machen, wir müssen mutig sein. Also meine Mutter ist da immer schon nach vorne geprescht und ist jetzt, ich glaube, es ist insgesamt das 32., glaube ich, und unser 22. Gourmet-Festival, bei dem sie dann immer schon Köche geholt hat. Und das erste Gourmet-Festival hat damals Jörg Müller gekocht und ich war in der Auszubildung und habe da mitgekocht. Ah. Im 10. hat er auch wieder gekocht, aber jetzt, ich sag, seit dem 2., da bin ich, suche ich mir die Köche aus, die ich hier haben möchte. Und dieses Jahr hatten wir uns überlegt, das ist ja auch immer so, wir tun das natürlich für die Gäste, aber wir tun es auch wirklich für uns, ganz egoistisch, für unsere Köche wir wollen auch was kennenlernen, meine Jungs in der Küche. Und wir haben lange überlegt und haben gesagt, was Asiatisches wäre mal schön und irgendwas mit so Einflüssen, die vielleicht nicht hier sind und gerade das dann auch einzupacken in unsere Produkte. Ich bin ja bei Feinheimisch, 60% meiner Lebensmittel kommen aus Schleswig-Holstein. Ja, vielleicht müssen wir das nochmal erklären. Du bist ja sogar Vorstand bei Feinheimisch, wenn ich da richtig informiert Korrekt. Bin. Also wenn, dann machst du es auch richtig, ne? Dann willst du auch mitreden können, oder? Naja, ich finde es immer schlimm, wenn viele Leute was sagen und nichts tun. Also ich bin auch hier in der Politik, da habe ich was mit zu tun. Und es ist so, wenn man was bewegen will, dann muss man auch was machen. Und es sind junge Leute, die müssen da mitmachen. Und ich bin Vorstand auf der Seite der Gastronomie. Feinheimisch ist ein Verein, der aus Produzenten und Gastronomen zu gleichen Teilen besteht. Und mein neben mir ist Thilo Metzger-Petersen von der Käserei Backensholz. Kennen wir auch der gut, war auch schon Gast im Food Talker. Der ist der Produzentenbeirat und das ist ganz gut, weil wir wollen ja uns zusammenschließen. Ich will seine Produkte, er will wissen, was wir machen. Und deshalb passt das ganz gut. Und das passt wiederum auch zum Schleswig-Holstein Gourmet Festival. Wir haben hier in Schleswig-Holstein so viele tolle Produkte, die wir dann machen, wie wir sie immer machen.
Und wenn wir dann diese Produkte haben und dann Einflüsse von anderen Küchen damit reinbringen, das finde ich den Oberhammer. Und das ist für mich das Schleswig-Holstein Gourmet-Festival, dass ein Koch aus der Ferne seine Küche mit unseren Produkten kocht. Und das ist dieses Mal ein bisschen asiatisch, aber ja, da gibt es ja später noch mehr Infos. Ja, ja, genau. Der Philipp ist nachher auch nochmal dran, den nehmen wir dann auch nochmal. Wie ist denn das so, wenn das dann losgeht und der Gastkoch kommt? Dich frage ich mal, ihn frage ich nachher auch nochmal. Und der bringt dann ein paar Sachen mit, sagt aber auch, was er braucht. Ihr bestellt das dann. Wie lange braucht ihr denn, bis ihr euch so zusammengegroovt habt? Ja, es ist sehr unterschiedlich. Also es gibt ja Köche, die machen sowas öfter, dass sie ihr Haus verlassen und woanders kochen. Die haben dann meistens schon, wenn man nach dem ersten Telefonat hat, schon das Menü zusammen und gleich die Bestellliste mit, Produktionsliste mit dabei. Es gibt andere, die das nicht so oft machen. Und dementsprechend ist das immer, also das Menü muss ungefähr 6 Wochen vorher stehen, dass wir Bestellung machen können etc. Wir waren jetzt hier schon deutlich früher fertig, weil wir es ja vor 2 Jahren schon machen wollten mit Philipp. Mhm. Wegen Corona ist das ja verschoben, deshalb haben wir den Aufbau schon gehabt. Wir haben nur das Menü nochmal angepasst. Und im Prinzip ist es so bei ihm jetzt, dass der Fall, er hat sich da jetzt auch blind auf uns verlassen. Da kann er ja vielleicht auch was zu sagen, weil er ist mit 60 Silikonformen angereist und einem Beutel mit Juso-Schale. Mehr hat er nicht dabei gehabt. Das war's? Das war's. Wir haben von ihm eine Bestellliste bekommen, wir haben eine Produktionsliste bekommen, weil viele Sachen, wie zum Beispiel der Pilzfond, der musste von 80 Litern auf 20 Litern reduziert werden, nachdem er erst aus 50 Kilo Pilzen gekocht wurde. Und das haben wir natürlich schon die Tage vorher gemacht. Und da hat er uns das alles geschickt. Und also ich würde sagen, es hat ihm ganz gut gefallen, was er vorgefunden hat, als er angekommen ist. Und ja, wie gesagt, das ist bei jedem Koch unterschiedlich. Wir hatten auch schon Köche, die gesagt haben, die haben uns das vielleicht auch nicht zugetraut, das weiß ich nicht, oder schlechte Erfahrungen gemacht. Die haben 2 Euro-Paletten fertig produzierte Sachen hochgeschickt. Ja. Und in diesem Fall ist es so, dass alles hier auf der Insel entstanden ist. Aber so soll es ja, wie du eben auch gesagt hast, so soll es ja auch sein. Das ist genau die Idee vom Gourmet-Festival. Das glaube ich aber auch, wenn ich mal so geguckt habe, seinesgleichen sucht. Ne? Also so lange, so kontinuierlich. Und auch mit wirklich tollen Gästen, die ihr ja hier allesamt dann in den Norden holt. Ja, genau. Und vor allen Dingen auch mit diesem Nachhaltigkeitsgedanken, dass halt die Produkte aus dem Land gekocht werden. Das finde ich das Spannende halt. Und im Prinzip auch für unsere Gäste ist natürlich ein Highlight. Gestern Abend hatten wir den ersten Tag ja schon. Und ganz viele Gäste haben gesagt, unser nächster Ausflug geht in die Schweiz. Wir wollen ihn besuchen. Für ihn natürlich ein Kompliment. Das ist die Idee, ne? Und wo kann man sonst in Schleswig-Holstein, in dieser, ich nenne das jetzt mal in der Saison, das sind ja immer 2 Monate in einem Jahr im Winter und 2 Monate im Frühjahr im anderen, wo kann ich Sterneköche aus ganz Europa kennenlernen, kann deren Küche ausprobieren und kann dann, weiß ich, da fahre ich hin, das will ich mir mal live angucken. Ja. Also viel besser geht ja gar nicht. Also cool. Deshalb. Weißt du denn jetzt, wo eure Gäste so herkommen jetzt für diese 2 Tage? Also ich habe ein paar auf der Fähre übrigens schon, habe ich schon gemerkt, wo die hinfahren. Das kriegt man ja so mit. Ne? Ja, schon, da wird auch oft drüber gesprochen schon auf der Fähre. Das stimmt, das war gestern auch so. Es ist so, dass wir das ja schon viele Jahre machen und mit Herz machen und wir haben natürlich viele Wiederholungstäter, viele Stammgäste. Also auch morgen Abend werden wir wieder schon einige Buchungen fürs nächste Jahr haben. Die sagen, das Event ist immer toll, wir kommen, der Koch ist, den nehmen wir mit, wer kommt, wir lassen uns überraschen. Und es gibt natürlich auch welche, die nach den Köchen fahren, gar keine Frage. Wir haben immer eine Fotoalbum, das machen wir jedes Jahr, das liegt auch heute Abend, das können sich die Gäste auch alle anschauen. Und das holen sich die Gäste an den Tisch und sagen, oh, da waren wir. Also sehr, sehr viele Wiederholungstäter. Ich schätze, so die Hälfte der Gäste ist immer auf jeden Fall ein Wiederholungstäter. Und dann auch gemischt viele Amrumer auch. Wir haben ja nur 2.500 Einwohner hier, aber wir haben fast 1/3 dieser Gourmet-Festival-Gäste sind Insulaner, die sich das natürlich auch schön finden, dass dann ein Sternekoch bei uns auf die Insel kommt. Für die ist es ja auch mal ein Fest, ne? Genau. Ja? Auch wenn ihr hier auch sonst ohne Gastkoch sehr, sehr gut kocht. Und auch natürlich, wie du sagst, sehr regional, feinheimisch. Aber ich habe mir auch sagen lassen, dass du auch noch mal ganz speziell regional bist. Ja, es ist so, dass ich, als ich hierher gekommen bin, man sucht dann ja auch als Junger, ich bin aus der Sterne-Gastronomie gekommen und dann sucht man ja auch seinen Platz. Inzwischen mache ich es ja schon so lange, aber dann will man sich auch irgendwie mit irgendwas positionieren. Und dann habe ich geschaut, was kann man hier machen, was gibt es hier? Und habe dann gemerkt, wie viele Produkte es gerade hier auch gibt, die im Salzwasser wachsen, die es woanders nicht gibt. Jeder kennt den Queller, den er kauft aus Frankreich oder irgendwoher. Bei uns wächst der hier einfach so rum. Und dann habe ich viel mit älteren Leuten gesprochen, auch mit welchen, die hier auf der Insel Naturschutz betreiben. Und
oder mit meiner Großmutter damals, und der hat Sachen gesammelt. Der Suden zum Beispiel, der wird verarbeitet wie Spinat, der wächst hier. Der, wie heißt der? Suden heißt das. Suden? Ja. Haben wir den heute auch im Programm? Nein, haben wir nicht. Leider sind diese Salzwiesenkräuter alle, ach so, ja, das heißt leider eigentlich nicht, aber sie sind sehr saisonal. Also ich die kannst du auch nicht, bringt auch nichts, die irgendwie einzufrieren. Ich habe das natürlich auch versucht, ja. Das ist die Franzosen, die legen das ja auch ein, aber ich finde immer alles, was... Nur um es da zu haben, und wenn es dann schlecht ist, bei uns gibt es Queller, wenn Quellerzeit ist, und sonst gibt es keinen. Und es macht halt einfach Spaß. Und wir sammeln, wir machen aus Löwenzahn machen wir Kapern, aus Holundern machen wir Kapern. Wir können ja, das können wir hier ja nicht, man kann es ja nicht hören, aber wir haben ein großes Lager, wir können uns das ja mal anschauen. Da sind, glaube ich, 400 Gläser drin von gesammelten Sachen. Fichtentrieben, heute Abend zum Beispiel gibt es ein Dessert, was nur aus Fichten besteht, und zwar aus der grünen Fichte, wenn sie gerade blüht, hat so eine Zitrusfruchtart, ist wie so eine Rumkugel, ja. Und außenrum haben wir alte Fichte, die haben wir gestern erst gesammelt, die haben wir gebacken und pulverisiert es außenrum, also es riecht wie, wenn man durch den Wald läuft. Das klingt ja und schon dann mal cool. Wie wenn man die Tannenzapfen abmacht, so schmeckt es, und das ist so meins, ich mag gerne die Sachen von der Insel mitverarbeiten. Mhm. Ja. Nun hatte ich eben auch noch Austern gesagt. Also ich bin Austern-Fan, und ich weiß natürlich, hier ist die pazifische Auster auch vor der Tür zu finden. Darf man die eigentlich sammeln als normaler Tourist? Also als normaler Tourist war es immer eigentlich verboten. Mhm. Es ist ja nicht so wie in Frankreich, dass man zur eigenen Verpflegung sammeln darf. Inzwischen wird es geduldet. Sollte natürlich das nicht übertreiben, weil es geht eigentlich hier hauptsächlich um die Gebiete. Die Gebiete, wo sie liegen, stehen unter Naturschutz, und da darf man nicht reinlaufen. Deshalb gibt es vier Sammelgebiete hier, und es gibt lizenzierte Sammler, die für mich sammeln. Und das ist die pazifische Felsenauster, die auch auf Sylt gezüchtet wird, die aber sich hier wild aus. Das sieht man auch, wenn man heute Abend die Austern anguckt. Die sind nicht unbedingt schön zum Aufmachen, weil die nicht gerade sind, weil die nicht so... Die werden ja so, haben ziemliche Größe. Werden auch klumpig und wachsen aneinander. Es ist halt ein Wildprodukt. Ne? Wie isst du die Austern am liebsten? Ich esse sie, wie die Amrumer sie immer am liebsten essen. Eigentlich nur, ich liebe sie gedämpft, einfach nur in den Backofen tun, dass sie einmal aufgeben und dann essen. Ja. So gibt es die heute Abend auch, aber danach mariniert. Es gibt heute auch zwei Versionen von der Auster. Einmal die Amrumer-Version und einmal die Bangkok-Version aus der Schweiz. In einem Atemzug genannt, Amrum-Bangkok. Ja, und... die gibt's heute Abend auch, und es ist auch schon noch ein Unterschied. Auch wenn ich die Zuchtaustern von Sylt esse, oder ich esse eine Wildauster, die zum Beispiel auch auf Sylt ja gesammelt wird, ja. Die sind nebeneinander, die liegen da, aber es ist ein deutlicher Unterschied im Geschmack. Die Wildauster ist viel nussiger, viel fester in der Konsistenz, aber das ist ja das Gleiche wie bei einer Taube oder bei was auch immer. Ja, ja, ja. Also wer das einmal eine Wildauster gegessen hat, eine schöne Auster, der muss da nicht unbedingt eine Zuchtauster essen. Ich freue mich sehr drauf. Nun, gibt es noch was ganz Besonderes bei dir? Weil du hast gerade gesagt, die Gäste kommen in die Küche, und ihr habt ja seit kurzem eine Megaküche hier, die ja nicht nur als die komplett neu geplant, neu durchdacht ist und auch ja State of the Art, was die Technik angeht. Ja, das ist ganz komisch gewesen. Wir haben ja natürlich, als wir hierher gekommen sind, den elterlichen Betrieb, haben wir erstmal schauen müssen, dass der wieder der Zeit angepasst wird, und haben die Zimmer renoviert, haben viel saniert, haben viel getan. Das haben wir natürlich immer erst in den vorderen Bereichen getan. Und es hat auch gut geklappt. Also das Unternehmen steht gut da. Und nun war ich dann an der Reihe. Und ein Koch schreibt sein ganzes Leben auf. Wenn er mal eine Küche baut, dann weiß er genau, was er da drinnen haben will. Und im Prinzip haben wir mehrere Planer gehabt, oder wir haben gar keine Planer gehabt, sondern wir haben es selber geplant, haben es mehreren Firmen gegeben und haben unsere Küche so gebaut, wie wir damit arbeiten wollen, und haben einen Hersteller gefunden, die Firma Palux, die das mit uns gemacht hat, die das genauso umgesetzt hatten, haben, wie wir das wollten. Jede Ecke, jeder Zentimeter von einem Löffelbänken, was sich mit Wasser füllt, am Pass beim Anrichten, ein Mixerstab am Pass, was ich immer irgendwo wollte, ein Pass, der heiß und kalt ist. Ich kann 200 Teller heiß machen, 200 Teller kalt machen. Es macht Freude. Ich kann die ganzen Wände beschreiben. Die sind mit Kreidetafeln drin, dass wenn ich in einer Steckdose im Thermomix was laufen habe, kann ich mit Kreide draufschreiben, wie lange es läuft. Die ganzen Unterschränke sind von unten mit LED beleuchtet. Und die gesamte Küche heizt meine Schwimmbäder. Also die ganze Abwärme aus allen Kühlschränken, aus der Lüftung, heizt meine Schwimmbäder, was mir jetzt natürlich gerade zur Zeit ganz gut in den Kram passt. Ne? Ja. Lief alles glatt, muss man ja fragen, weil normalerweise, wenn man sowas baut, das klingt jetzt auch so, dass es nicht, auf jeden Fall nicht von der Stange ist, Nein. Sondern eure ganzen Ideen da verwirklicht wurden. Da muss doch
wie immer bei so einem Bau, wenn man sowas umsetzt, tierisch viel in die Hose gehen. Nee, wir haben irgendwie ganz tolle, auch bei allen Zimmerrenovierungen. Ich bin so ein Excel-Tabellen-Fan und ich schreibe die Baupläne selber und die Bauzeitenpläne und die Kostenpläne, weil die Architekten, mit denen wir es bis jetzt gemacht haben, hat es immer noch nicht so ganz optimal geklappt. Und wir haben immer den offenen Tisch gesucht. Wir haben uns mit allen Handwerkern zusammengesetzt, bei jedem Bau, auch bei der Küche, haben gesagt, was könnt ihr leisten, wie schnell könnt ihr es leisten. Und wir waren preislich günstiger am Ende. Wir waren zeitlich früher fertig. Bei der Küche war es jetzt so, dass wir natürlich auch Glück und Pech gehabt haben, dass wir den Küchenumbau 2 Monate nach vorne ziehen konnten, weil der Lockdown kam. Ja. Und wir haben die Mitarbeiter gefragt, wie sieht's aus? Seid ihr dabei? Baut ihr die Küche mit um? Und wir haben auch nebenbei noch 22 Zimmer umgebaut, auch in der gleichen Zeit. Und da haben wir gefragt, wenn ihr weiterhin arbeitet bei uns, kriegt ihr, arbeitet noch nicht so viel, nur so ein bisschen, werdet ihr voll bezahlt. Ansonsten müssten wir euch in Kurzarbeit schicken. Und alle haben gesagt, klar, wir haben Overalls bestellt und wir haben die Fliesen rausgestemmt, die Handlangerarbeiten gemacht. Und jeder hat in diesem Lockdown daran teilgenommen, dass wir 22 neue Zimmer haben und eine sensationelle Küche haben. Und deswegen haben wir da auch wirklich, da haben wir alle mitgenommen und alle, jeder, der in die Küche kommt, sagt, da habe ich damals oder da habe ich das Kabel gemacht und jeder weiß Bescheid, das ist ein Traum. Das ist ja was ganz anderes, ne? Schmeißt einmal zusammen und wenn man das wirklich mitgeschaffen hat, ist es ja cool. Auch die freue ich mich jetzt gleich mal angucken zu dürfen oder morgen. Im Moment ist gerade Stress, würdest du sagen? Oder wann ist der größte Stress eigentlich in der Küche? Also bei mir ganz persönlich sind das Horrortage, wenn ich nicht weiß, ob die Ware kommt. Wir sind hier auf einer Insel. Also als Beispiel, wir haben im Hauptgang ja heute Kabeljau. Geangelten Kabeljau aus Dänemark haben wir den besorgt. Und das weiß ich natürlich den Freitagmorgen, ob der Kabeljau kommt oder Kabeljau nicht kommt. Da habe ich Bauchschmerzen und kann nicht schlafen. Oder wenn der Koch nicht kommt. Sobald Ware und Koch da sind, bin ich einer der entspanntesten. Bin ich tiefenentspannt, weil wir haben so eine tolle Mannschaft im Haus. Und wir haben auch zum Gourmet-Festival ganz viele Freunde, die uns helfen. Dann bin ich total entspannt. Und unser Gastkoch Philipp, der hat ja das ganz einfach gemacht. Der macht ja schon eine Woche Urlaub hier. Der ist ja schon seit Montag hier. Der konnte sich schon akklimatisieren. Mit seiner Familie. Genau. Und daher, wie gesagt, bin ich eigentlich, also ich sag mal so, 90% entspannt gewesen seit Montag, seitdem er da war. Und der Kabeljau, das war noch so eine, aber dann hätten wir was anderes gemacht. Geht doch auch, oder? Dann wär's ein veganes Gericht oder vegetarisches Gericht geworden. Er kocht ja bei sich sowieso eigentlich in der neuen Karte vegetarisch nur. Ja. Und dann hätten wir den Hier Fisch, macht er mal eine Ausnahme. Dann hätten wir den Kabeljau weggenommen. Ja. Ja. Kriegt ihr das auch hin, vegetarische Menüs? Ja, wir haben die Karte natürlich umgestellt. Gerade jetzt wieder Preissteigerung von Fleisch und Fisch. Ja. Und ich wusste nicht, wie ich es machen soll, weil es dann einfach am Ende in der Gastronomie ja doof aussieht, dass wir einen Schnitzelpreis haben. Oder einen Schollenpreis, aber kein Gast weiß, was steckt da drin, wie viel Strom, wie viel Arbeitszeit, wie viel etwas. Bei einer Handwerkerrechnung ist alles aufgebröselt, bei uns nicht. Und ich habe gedacht, wie kann ich das machen, ohne jetzt meine Stromkosten und Personalkosten auszuweisen in der Speisekarte. Ich habe ganz viele vegetarische oder vegane Gerichte jetzt gemacht. Die haben einen Preis, gibt es als kleine und große Portion. Und dann gibt es ein Topping. Und das Topping ist dann halt im Prinzip 200 Gramm Tranchen vom Ochsenkotelett, 160 Gramm gebratener Kabeljau. Das hat einen Preis, es ist nur rein für das Stück Fleisch. Sieht erstmal ein bisschen komisch aus, so ein bisschen wie im Steakhouse. Aber so kann sich der Kunde, ein vegetarisches Gericht, der Preis ist vernünftig kalkuliert, das ist gut. Und er kann sagen, heute gönne ich mir einen schönen geangelten Kabeljau dazu. Und ich glaube, das ist die Zukunft. Und seitdem wir das gemacht haben, steigt natürlich auch ganz klar der Abgang von vegetarischen Gerichten in der Küche. Und das ist ja eigentlich auch cool. Und es erleichtert uns ja auch die Arbeit. Ein Dreiertisch ist das Gericht dreimal. Der eine mit Fisch, der eine mit Fleisch und der eine als vegetarisch. Das ist ja für uns dann auch gerade, wo es nicht so ganz viel Mitarbeiter mehr gibt, vielleicht eine ganz, ganz coole Option. Das wollen wir jetzt im Winter. Wir machen jetzt Betriebsferien. Dann wollen wir da noch weiter aufbauen und im Prinzip... Ist jetzt hier nach Schluss erstmal Betriebsferien und dann macht ihr zu Weihnachten wieder auf? Nee, wir machen eigentlich, wir haben ja 365 Tage auf, das ist unser Werbeslogan, außer wenn wir natürlich immer umgebaut haben. Ja gut. Aber wir haben etwas weniger Mitarbeiter und wir haben uns überlegt, dass wir im Januar jetzt immer 4 Wochen Urlaub machen, also immer 9. Januar bis 4. Februar machen wir zu, weil wir auch die Verordnungen werden größer, wir müssen also die ganzen Stromsteckdosen ja jährlich prüfen und sowas alles und wir sind zu gut gebucht, dass das im laufenden Geschäft geht oder Türfenster ölen von dem Sand, von dem Salz, da brauchen wir 3 Wochen, bis wir in alle Zimmer reinkommen und deshalb machen wir jetzt zu und machen solche Arbeiten im Urlaub und
wir können auch selber mal in Urlaub fahren. Wollte ich gerade sagen. Machst du denn auch mal Urlaub? Genau, das ist dann der Plan. Ja? Das ist dann der okay. Plan. Aber wenn man dich fragt, Sand, Strand, Düne oder Berge? Naja, es ist ja so, dass wir jetzt erst ohne unsere Kinder in Urlaub fahren, die sind ja jetzt größer, jetzt muss man sich da vielleicht mal, jetzt könnte man sich sowas mal annehmen. Unsere Kinder wollten immer nur in Städte. Die sind hier aufgewachsen in irgendwelche Städte, europäische Städte oder auch Städte in Amerika oder irgendwo ja. Städte. Die wollen in Städte, die sind noch nicht auf Entspannungsurlaub. Aber das wäre dann jetzt mein Plan, okay. Dann vielleicht für den Januar. Amerika, Stichwort. Gab es da nicht in der New York Times, war das die New York Times, die den Amrumer Strand genau. In die Top Ten gehoben hat? Ich glaube, der hat sogar gewonnen, glaube ich, einmal gewonnen in einem sogar. Ein Jahr. Das ist das Ding. Also es ist ja so, das können wir jetzt sicher nicht zeigen, aber das ist ja, also Amrum ist der einzige Strand, den ich kenne, wo es Sand gibt. Das alles andere sind Steine. Und wir haben wirklich feinen Sand. Und das ist auch meine Nachbarinsel, auf der ich ja gelernt habe, die ich ja auch liebe. Auch da ist ja durch das Aufspülen, sind da ja Steine am Strand. Und bei uns ist es Sand. Und das ist wie Puderzucker, das könnte man verkaufen und Sanduhren draus herstellen. Und daher, da sind also bei Sand, also bis jetzt, ich habe noch nirgends anders Sand gesehen als auf Amrum. Eieiei, das ist meine Aussage. Aber du hast schon einiges gesehen. Ja. Ja, aber du meinst also berechtigt. Ja, absolut ganz, berechtigt. Ja. Und hat denn das was gebracht? Kommen dann mehr internationale Touristen eigentlich? Ich glaube nicht, dass das international, aber es war ja auch national hier in der Presse überall drin. Ja, gut, wir haben ja auch unser größter Ausländeranteil von Gästen sind die Schweizer wieder. Da sind die Schweizer wieder zurück. Ja. Also das sind die gerade vielleicht den Gegensatz zu den Bergen hier suchen. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube, wir haben Amrum-Gäste, die lieben Amrum. Amrum ist speziell. Amrum ist ruhiger, leiser als andere Orte, was vielleicht ja auch in der heutigen Zeit viel brauchen, dass das WLAN halt nicht geht, weil wir nur eine Funkstrecke haben, dass es so ein bisschen langsamer wird. Das dauert dann 2 Tage, bis man sich abgeregt hat und dann entschleunigt man dann so ein bisschen. Und wenn man dann von der Wasserkante, also von der Dünenkante zum Wasser 1,1 Kilometer laufen muss, weil der Strand so lang ist, dann kommt man runter. Und das müsst ihr euch mal vorstellen, Leute. Ich habe mir das eben angeguckt. Die Menschen sind wirklich nur noch so groß wie ein Stecknadelkopf. Ganz, ganz hinten. Und man denkt, das kann doch gar nicht sein. Das Auge will gar nicht erfassen, dass das so weit ist. Ja. Dass der Strand so breit ist. Also ist jetzt im Winter manchmal ein bisschen gefährlich, wenn dann der Seenebel kommt, weil dann weiß man natürlich auch nicht mehr, wo das Land ist. Aber im Sommer ist das, oder wenn die Sonne scheint, ist das ein Traum. Und man kann zu jeder Jahreszeit herkommen. Gunnar, ich bin ganz begeistert, wie entspannt du bist. Obwohl jetzt gleich da hinten die große Chose losgeht. Und du guckst ja nicht zu. Du machst ja mit. Sagen wir mal so, also beim Gourmet-Festival habe ich so viele, also ich habe ehemalige Mitarbeiter, die zum Helfen kommen seit Jahren und unterstützen, machen richtig ihren Urlaub danach, weil es auch wie so ein Familientreffen ist bei uns. Und im Prinzip bin ich so der kleine Dirigent im Hintergrund jetzt gerade. Also das läuft, die haben so tolles Team, auch die Abteilungsleiter, die das ja alles vorbereiten, alles, also ich könnte heute eigentlich mitessen. Ich hätte da keine Bedenken. Und wenn du dir nur einen Gang heute aussuchen dürftest, welchen würdest du nehmen? Ha. Ja, da haben wir gestern heiß diskutiert. Es ist so, dass die ganzen Gerichte sehr, sehr fokussiert auf das Produkt sind. Und das hätte ich gar nicht gedacht. Im ersten Moment, wenn man dann Yuzu hat und hat verschiedene asiatische Aromen, ich gedacht habe, da ist immer so ein Bam und Chili und so. Aber sie sind so dezent und so produktorientiert. Und es sind ja dann im Nachgang, wenn man darüber nachdenkt, zum Beispiel Japaner ja auch mit ihrem Sushi. Und ich esse auf jeden Fall heute noch eine Portion. Wir schicken auch heute extra 10 Teller in jedem Gang mehr. Dass die Mitarbeiter auch, gestern haben wir noch ein bisschen gespart, jetzt wissen wir, was wir haben. Gut. Und dass wir auch Teller essen. Und auf jeden Fall den Kabeljau mit Blumenkohl. Weil das wäre jetzt zum Beispiel ein Gang, der ja im Prinzip... Die Yuzu könnte ich austauschen, schon mal ein 100% feinheimischer Gang von der Insel sein kann. Wir angeln hier Kabeljau, wir haben Blumenkohl, da sind wir dann schon bei 100% und nicht bei 60. Und der Gang ist so fein und so dezent und das ist meiner. Ich mag das gerne, wenn das so ein bisschen ja. Ich werde da ganz besonders drauf achten, wobei ich freue mich auf das ganze Fest. Ja, aber es ist ja immer so, gestern Abend, wir sind ja dann auch rumgegangen, jeder Gast hat ja seinen Lieblingsgang. Und das finde ich ja auch bei Gastronomie das Spannende. Wir haben 100 Gäste am Abend. Und natürlich wird es da einen geben, der sagt, der Hauptgang ist nicht meins oder die Vorspeise ist nicht meins. Das ist ja auch das Spannende bei so einem Festival. Wir haben im Hauptgang einen Second Cut Ragout aus Herz,
Herz, Zunge und Backe. Das würden sich viele bestimmt nicht bestellen, wenn sie im Restaurant sitzen, wenn so kommen sie es. Und das gehört ja auch dazu, dass die Leute sich dann auch auf, an was rantrauen. Oder eine Auster als Beispiel ist ja auch schon mutig, zwei Austern als Ammeskül zu servieren bei 100 Personen. Aber jeder hat so seinen Spezialgang und das finde ich ganz toll. Und also ich wüsste nicht, wenn ich eine Strichliste gemacht hätte, welcher Gast oder welcher Gang gestern gewonnen hätte. Ja, das ist ja auch das Schöne, dass es da eine Diskussion gibt auch, ne? Unter den Gästen. Ja. Hast du denn so ein Lieblingsprodukt, wo du sagst, auf das würde ich niemals verzichten wollen? Nein, eigentlich nicht. Also ich bin ein Mensch, der ich zum Beispiel jetzt die letzten 4 Wochen war ich jeden Nachmittag im Wald, habe Pilze gesammelt. Mhm. Also in dieser Zeit will ich natürlich nicht auf Pilze verzichten. Im Juni, wenn ich schon merke, dass das Wasser wabbelt, weil die Makrelen kommen, dann weiß ich, der Queller ist gleich fertig und dann will ich jeden Tag Queller essen. Aber ist ja das Schöne auch daran. Und, ne? Ja, und jetzt gerade, jetzt fängt es wieder an, jetzt wird es wieder düsig, die Fensterscheiben beschlagen morgens, dann finde ich so ein Rotkohl und schöne selbstgemachte Klösel, das sind dann meins. Also ich bin da. Du bist saisonal. Gibt es irgendwas, was du nicht isst, wo du sagst, komm, würde mir auch nicht in die Küche kommen? Oder würde ich nicht verarbeiten? Nein, wir verarbeiten zurzeit keine Erdnüsse, weil wir einen Mitarbeiter haben, der ganz starke Erdnussallergie hat. Die würde ich essen, aber passen jetzt auch nicht so feinheimisch hier gerade ins Thema. Ja. Und wenn ich im Restaurant, ich würde mir keinen Blauschimmelkäse bestellen, aber ich esse ihn und ich probiere ihn natürlich auch. Aber das ist das Einzige, was vielleicht nicht so mein Produkt ist, was ich... Aber wobei sonst der von Thilo ist ganz gut und der von Thiese oben auch. Vom Limfjord. Oder ist das zu weit? Das ist zu weit. Also ich versuche mich ja in Schleswig-Holstein. Das wäre schon. Ja, du musst ja hier bleiben. Du darfst ja hier bleiben. Ja, wir wollen jetzt gucken. Ihr habt ja auch genug hier. Ja, wir wollen jetzt gucken, dass wir vielleicht, dass man das so auflöst, so wie ich im Grenzbezirk zu Dänemark. Ja. Ich hätte halt gerne schon so einen Kreis gezogen von mir. Ich finde so eine Radiussache toll. Oder wenn man in kurz vor Hamburg ist, ein Radius, altes Land hat auch tolle Äpfel. Also ich bin so der, ich finde feinheimisch, finde ich super, aber ich fände, wenn man noch einen Zirkel hätte, sodass man sagt, man grast noch mal ein bisschen in Dänemark mit, wäre für mich natürlich interessant, tolle Produkte, aber... Dafür bist du ja im Vorstand. Ja, und ich darf die auch so nehmen, wir müssen nur 60% aus Schleswig-Holstein, daher kann ich ja gut die 40% dann aus Dänemark holen. Ja, sehr cool. Also du bist, wie ich das so mir anhöre, also du bist sicherlich dabei oder ihr seid wieder dabei nächstes Jahr auch beim Gourmet-Festival. Ja, wir sind schon an der Kochauswahl, aber das wird natürlich nicht verraten. Wird nicht verraten. Also nee, aber wir, Richtung, wir, Richtung? Naja, ich koche ja immer Sachen für uns. Also wir hatten ja vor 2 Jahren Simon Tress, einen Bio-Koch da, haben wir 100% Bio gekocht. Wir hatten die Rocking Chefs da mit Feuer und Flamme. Also wir haben Jan-Philipp Berner 2 Sterne gehabt letztes Jahr. Und wir wollen mal, es entwickelt sich ja viel in der Küche, ich habe ja auch schon gesagt, dass wir auch unsere Karte jetzt umschreiben wollen im Winter. Vielleicht geht es ja in die Richtung, es gibt ja auch grüne Sterne und da müssen wir mal schauen, wo die Reise hingeht. Ja, siehst du, jetzt hat er mal einen vorgelegt hier. Übrigens, alle die du eben genannt hattest, bis auf die Rocking Chefs, natürlich auch alle schon Foodtalker-Gäste gewesen. Also du reißt dich da in viele Bekannte ein. Sehr schön. Gunnar Hesse, herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich freue mich auf gleich und... jetzt kannst du mal den Philipp reinschicken. Lass mal den Philipp rein. Wir wechseln uns in der Küche ab. Ja. Wir geben das Zepter um. Weiter. Alles klar. Herzlichen Dank. Ja, das war Gunnar Hesse und wir gehen gleich weiter zu Sternekoch Philipp Heidt, der uns seine Sicht der Dinge erzählt. Viel Spaß weiterhin. Und jetzt ist der Gastkoch hier, Philipp Heidt. Herzlich willkommen. Schön, dass wir uns hier sehen. Ne? Ja, Moin. Gourmet-Festival. Hast du Moin schon gelernt oder sagt man in der Schweiz jetzt auch schon Moin? Nein, um Gottes Willen. Da bleibt es beim Grüezi. Ja. Beziehungsweise bei uns in der Küche bei Good Morning und Hello. Ist Englisch? Fast englischsprachig, nur noch. Ja? Ja, gut, aber da hast du kein Problem. Da ich kein Italienisch kann ich nie mitreden. Ah, okay. Also wahnsinnig viele, die Italienisch sprechen. Ein paar Italiener, Spanier, Rumänen, Griechen, wir haben alles. Und du kochst, das muss man ja auch nochmal sagen, für die, die dich nicht kennen, im Restaurant Prisma und das gehört ins Parkhotel Fitznau und das ist am Vierwaldstätter See? Genau. Ja, und das ist ein kleines, schönes Plätzchen, ne? Ich war leider noch nicht so da. So klein ist das gar nicht. Das sieht aus wie ein Schloss. Richtig, das ist eindrucksvoll. Ja? Schon den ersten Tag beim Bewerbungsgespräch, wenn man diesen Eingang reingeht und guckt dann durch diese riesen Glastür auf den Vierwaldstätter See, im Hintergrund die Berge und dann dieser weiße Saal, da war es schon... um mich geschehen. Und ihr habt mehrere Restaurants da, ne? Genau. Insgesamt sind es 4 Restaurants. Einmal das Prisma mit 1 Stern von mir. Da haben wir noch ein 2-Sterne-Restaurant. Ein Grill-Restaurant.
was im Sommer komplett auf der Terrasse ist, mit Küche, die ganzen Gäste, 90 Sitzplätze und dann natürlich noch was zum Hotel gehört, eine Hotelbar, Roomservice und das läuft alles mit. Kann man eigentlich im Hotel bleiben, muss man nicht raus. Unsere Gäste kommen auf die Kosten. Ja. Hungernd kommt da keiner raus. Das fürchte ich fast. Aber du bist froh, dass du jetzt mal rausgekommen bist oder ist es so, dass du sagst, ich bin eher so Botschafter meiner Küche und gehe mal so ein bisschen ins Land raus, in andere Ecken? Ah nein, ich bin schon gern am Herd. Ich bin jetzt nicht so die, wie sagt man, Rampensau. Ja. Ich bin hier oben gern. Ich finde das Festival toll. Schon damals in meinem letzten Betrieb hat das immer mega Spaß gemacht und bin froh, dass ich jetzt auch selbst hinfahren kann. Und ja, sowas ist schon. Oder auch mal bei Kollegen auf Kitchenpartys oder Forehands Dinner, das macht schon Spaß. Aber am liebsten in der Küche am Herd. Ich bin jetzt nicht so der. Das ist dein Platz, aber das ist ja auch spannend, glaube ich, dieser Austausch. Ne? Und deine Küche ist ja jetzt auch, sagen wir mal, so ein bisschen international, kann man sagen. Ja. Und das bringt sicherlich auch was, wenn man mal woanders reinguckt. Oder wo holst du denn deine Inspiration dafür her? Ach, bei langen Spaziergängen im Wald. Und die Nummer wieder. Nein, gar nicht. Das kommt. Also ich habe auf dem Handy eine Liste, wenn mir was einfällt, tippe ich es ein. Das kann beim Einkaufen sein, beim Autofahren, beim Duschen, auf dem Weg zur Arbeit, im seltensten Fall auf der Arbeit. Weil da bin ich auf der Arbeit. Ja. Und ja, das kommt einfach. Man liest ein Buch, ist im Internet. Und was ich immer so faszinierend finde, ist, wenn Köche mir sagen, ich komponiere da irgendwas, ich spreche mal von komponieren, aber ich schmecke das, ich kann im Kopf schmecken. Ja. Das kannst du dann sicherlich auch, wenn es dir dann irgendwo im Wald bei der Autofahrt oder sonst wie irgendwie erscheint. Ja, man kennt ja seine Grundkomponenten. Also ein Blumenkohl wird meistens nach Blumenkohl schmecken und man hat auch schon ein paar Mal irgendwas mit Blumenkohl gemacht und dann... weiß man irgendwann, okay, das schmeckt so und so und das passt mit den und den Gruppen zusammen und dann kann man da immer ins Detail gehen. Also man kann ja grob sagen, ich will ein saisonales, helles Gemüse, vielleicht was Kohliges und ein Fisch dazu. Und dann, okay, Kohliges, gehe ich auf Blumenkohl und Fisch vielleicht den Kabeljau. Und dann fügt sich so eins zum anderen zusammen. Aber diese klassische Lehre, was kann ich miteinander kombinieren, gibt's die eigentlich? Die gibt's. Aber man kann viel kombinieren. Man muss halt nur ausprobieren. Es gibt Jetzt Matthias Banane passt, weiß ich nicht. Da finde ich noch keinen Weg, aber man muss es einfach ausprobieren. Ich hatte neulich Avocadoschaum, Banane und zerstoßene Ricola-Bonbons. Okay, bei den ersten zwei Sachen war ich dabei beim Ricola-Bonbon. War ein Gimmick dann. Aber wäre was für die Schweiz. Ja, ja. Ja, obwohl die Kräuter mit der Banane, das Creme, ja. Ja. Naja, aber es sind dann, manchmal hat man ja auch so ein bisschen den Gedanken, es geht dann auch so darum, dass man auch mal was ganz Besonderes für die Gäste wieder haben will oder worüber man redet. Ja, es ist auch wichtig, dass Gerichte Ecken haben. Ist es so? Ja, also wenn man ein ganzes Menü hat, so lecker, alles passt, so eine Linie, dann okay, dann passiert nichts. Aber es kann auch ruhig mal so einen Paukenschlag geben oder mal ein ruhiges Gericht und dann gibt es wieder was mit Ecken und Kanten, wo vielleicht auch mal bitter, scharf oder eine starke Säure drin ist, punktuell. Wer hat mir das denn mal erzählt? Ach so, Sven Elverfeld, der sagte mal so ein, das muss genau wie du sagst, also Höhen, Tiefen, schnell und leise, ja, oder laut und leise, schnell und langsam sein. So ja, genau. Und dich in unterschiedliche Stimmungen bringt und das muss ein Essen oder ein Menü auch machen. Ja, sollte es. Und was ist heute zu erwarten? In welche Stimmung bringt es mich heute? Ja, ich darf ja heute dabei sein. Hoffentlich ein paar Paukenschläge und ein paar Wellen. Ja? Nein, heute gibt's ja so viele Gerichte, die ich... Ja, viel koche, Lieblingsgerichte, zum Beispiel der Kabeljau mit Blumenkohl. Ja. Ist jetzt schon ganz lange immer wieder auf der Karte mit Yuzu. Eigentlich ist es Blumenkohl, Fisch ist ja keine wilde Kombo, das kennen wir auch hier in Deutschland. Aber dann kommt diese Yuzu dazu aus Japan und die hat halt einen ganz speziellen Duft und Geschmack und dann noch ein bisschen die Säure von der Yuzu, vom Yuzu-Saft. Und ja, das gibt halt diesen kleinen Kick dann. Yuzu hast du dann auch mitgebracht. Und das ist das Einzige, was du mitgebracht genau, hast. Genau, aber jetzt muss ich sagen, Gunnar hat ja, weiß ich nicht, wo alles bestellt und hat sogar frische Yuzus besorgt. Ja. Die fangen jetzt gerade mit der Saison an. Ich glaube, aus Japan sind die noch nicht. Wahrscheinlich sind die von Italien, Korsika, irgendwie sowas. Da geht es gerade los mit der Yuzu-Saison. Aber die kommen eigentlich aus Japan hauptsächlich und fangen Ende November geht es da los im Dezember. Und dann muss man sich da 10, 20, 30, 40 Kilo bestellen
Und dann sitzt man dann eine Weile, schält die Schale ab, legt das ein, presst den Saft oder friert die Schale weg, dass man fürs ganze Jahr dann wieder seinen Yuzu-Vorrat aufgefüllt hat. Und weil es halt auch recht teuer ist. Ja. Zitrusfrucht aus Japan, das dauert ein bisschen. Deswegen holt man immer große Mengen, legt das alles ein oder einkochen wie die Oma. Und dann hat man seinen Vorrat. Dann habe ich halt was mitgebracht. Aber er hat frische gefunden. Sind auch wunderbar. Umso besser, aber ihr habt natürlich auch viel regionales Produkt. Ja, das ist mir immer wichtig. Auch gerade in der Schweiz versuche ich viel aus der Region. Auch gerade viele asiatische Produkte. Also ich habe einen, der macht mir Sojasauce, Miso-Pasten aus Bioqualität, Demeter, aus Schweizer Bohnen, Erbsen, Kürbiskern, das sind ganz wilder. Dann haben wir einen kleinen Bauer im Nachbarort, der hat Sojabohnen, Zitronengras, Kaffeelimetten, Ingwer. Ja? Der hat wirklich alles. Aber die musst du ja auch erstmal finden, ne? Ich meine, das ist ja... Ja, manchmal finden die auch einen. Ja? Also du meinst so, das ist so eine Gemeinsamkeit, ne, die man hat und dann irgendwann zieht es sich an. Ja, das Hotel hatte natürlich auch schon ein Netzwerk und dann habe ich irgendwann den Bauer getroffen, dann haben wir gesprochen, okay. Und er fragt meistens so im Herbst, okay, was wollt ihr nächstes Jahr haben? Ich kaufe Samen, dann pflanze ich es ein im Frühling oder teils schon im Winter. Und dann habe ich ihm mal so ein paar Sachen gesagt, die ich gerne hätte. Und haben Shiso-Blätter, gibt es heute auch in der Vorspeise. Pflanzt die doch mal an, dann kann ich, weiß ich nicht, ein Drittel vom Jahr, kann ich die von dem beziehen. Hm. Und da hat es jetzt ein, zwei Jahre gedauert und jetzt wachsen die Büsche schön und bescheren mir im Juli, August, September schöne Shiso-Blätter. Aber das ist doch ein Traum, wenn man das so aus der nächsten Umgebung bekommen kann und dann auch den Produzenten kennt. Das ist doch. Hast du immer schon so gearbeitet, auch in den Betrieben? Kannst ja gleich nochmal erzählen, wie denn dein Weg so war. Du hast ja auch in sehr renommierten Häusern gearbeitet. Ja, ich habe mir da was zusammengesucht, genau. Nein, es fing schon in der Traube Thombach an, im Schwarzwald. Kennt man ja, hoffentlich vom Namen her. Da war die Ausbildung und da wurde auch schon viel gesammelt und gepflückt und regional sowieso. Natürlich auch die große französische Küche mit allen Edelprodukten, die man kennt, aber auch viel Wert drauf gelegt, wirklich die Metzger aus dem Ort, die Lieferanten, die kleinen Produzenten zu unterstützen, die eben auch tolle Sachen herstellen. Ja, und da gibt es immer mehr, das werden immer mehr, die auf den Trichter kommen, okay, ich brauche nicht nur das produzieren, vielleicht... kleineres Angebot, aber speziellere Produkte, die man vielleicht hier nicht kennt. Meinst du, dass ihr mit eurer sehr gehobenen Küche auch den Mainstream ein bisschen den Weg weist? Ja, ich glaube, da ging jetzt in den letzten Jahren einiges voran. Dass viele große Firmen zumindest mal nach vorne raus viel kommunizieren, ohne Zusätze, regional und darauf mehr Wert legen als vielleicht noch vor 10, 15 Jahren. Und viele kleinere machen das auf jeden Fall. Aber ich glaube, da fehlt dann auch teils einfach das Geld, sich größer aufzustellen. Das und ich glaube auch das Bewusstsein, und da seid ihr natürlich dann dran, das Bewusstsein beim Konsumenten zu schaffen überhaupt dafür und zu sagen, guck mal, das gibt es hier auch alles in unserer Umgebung. Aber es kommt, das ist wirklich zu bemerken. Jetzt gerade Corona war, glaube ich, eine gute Zeit, um dass die Leute sich, weil sie Zeit hatten wahrscheinlich, viel mehr damit beschäftigen konnten, okay, was esse ich, wo kommt's her und warum nehme ich eigentlich nicht das? Das kommt hier vom Nachbarn und das ist doch eigentlich wunderbar. Wie kaufst du ein, wenn du, kaufst du für die Familie privat ein oder? Zusammen meistens. Also. Ja? Gehst du dann auch zu den Einzelnen, gehst du dann auf den Markt eher oder gehst du? Ich gehe sehr gerne auf Märkte. Ja. Also wenn wir es schaffen, dann versuchen wir schon schön einzukaufen. Ja. Aber ansonsten in der Schweiz muss man auch sagen, sind Supermärkte extrem gut sortiert. Also da verkauft sogar mein kleiner Bauer aus dem Nachbarort, verkauft da im Supermarkt seine Ware. Das wollte ich gerade sagen. Also und wenn da im Supermarkt dann Auberginen liegen, die aus dem gleichen Dorf kommen, da brauche ich gar nicht auf irgendwelche Märkte. Aber das stimmt, also Schweiz, Frankreich, ich glaube auch Italien, da sind die Supermärkte auch ganz anders sortiert als teilweise in Deutschland. Da ist das Bewusstsein nochmal ein bisschen anders. Ja. Und die Schweizer sind sehr... die haben viele Einfuhrzölle, Tomaten im Sommer aus dem Ausland kaufen, zahlt man einfach Strafzoll drauf. Ach jo, ja. Das geht im Mai meistens los bis September, Oktober. Ach so. Ist pro Kilo, irgendwie festlegen, 10, 15 Franken. Strafzoll? Ja. Nee. Ja, bitte. Das gibt's bei Fleisch auch. Somit fördern die halt natürlich aber auch die Bauern. Ja. Und die haben teils bis 100 Sorten Tomaten. Also man muss gar nicht im Ausland kaufen. Nein, natürlich nicht. Die sind sensationell. Es ist manchmal nur so einfach und es ist natürlich auch, manchmal die Lieferketten sind auch einfach da
Und wenn das Zeug dann aus Spanien kommt, dann kommt es halt aus Spanien. Ja. Macht sich ja auch häufig keiner Gedanken drüber. Aber wenn man dann so ein Regulativ einbaut, klar. Was ist denn dein Lieblingsprodukt eigentlich? Womit arbeitest du am liebsten oder worauf würdest du nie verzichten können? Butter. Na, Butter. Wahrscheinlich eine häufige Antwort bei Köchen. Nein. Ja, ja. Okay, ja. Also Fett ist für mich schon was Wichtiges. Mhm. Also es gibt doch noch mal hinten raus so den letzten Kick. Aber es gibt viele Produkte, ich möchte mich auf gar nichts festlegen. Und was Unverkennbares, wo du sagst, der steht für mich, also Yuzu wäre das so zum Beispiel? Ich will dir jetzt nichts andichten. Nee, aber Yuzu ist schon gut. Ja. Wir gehen nochmal zurück zu deinem Weg, den du gemacht hast. Also wir waren ja in der ich habe abgelenkt. Traube Thombach. Genau, Traube Thombach Ausbildung, 3 Jahre. In allen Outlets, fängt ja oben beim Frühstück an. Und dann arbeitet man sich durch die Küchen, natürlich außer mal die 3-Sterne-Küche ausgenommen. Und dann bin ich da noch ein Jahr geblieben. Danach ging es dann an den Bodensee, ins Hotel Riva, ins Restaurant Ophelia, zu Dirk Hoberg. Ja. Der ist hier oben im Norden auch bekannt, war jetzt ja auch schon ziemlich oft beim Gourmet-Festival. Ja, ja, genau. Also es ist auch wiederkehrender. Ja, Gast. Ja, ja. Ich glaub, wenn deswegen bin ich auch wahrscheinlich wieder hier. Wenn ihr da einmal dabei wart, dann kommt ihr auch wieder, ja, ne? Und da war ich lange, sehr lange, von 2009 insgesamt bis 2017 und zwischendurch mal bei Christian Bau im Saarland, in Perl, 3 Sterne, ja, nochmal für einen Feinschliff. Da lernt man auch nochmal ein bisschen was, ne? Das war nochmal ganz, oder, andere Liga, ja. Aber das ist ja so, ich habe da gerade mit Gunnar eben auch drüber gesprochen, es gibt so auch Lieblinge in der Küche oder Lieblinge vom Chef. Also wahrscheinlich sieht der Chef in manchen mehr oder in manchen einfach nicht mehr. Dann gibt es oft natürlich in der Küche, sagt man auch, okay, es gibt vielleicht die arbeiten, die reißen einem weg, sind aber jetzt nicht die kreativen Ausreißer, aber die sind sehr, sehr wichtig. Und dann gibt es die sind aber auch noch mega kreativ und bringen was voran. Und da kann dann vielleicht der Chef auch sagen, okay, vielleicht ist das eine Stütze für mich. Ja. Und ich sage dem hier, mach da draus was und dann wird vielleicht ein neues Gericht draus. Und aber du so gibt es also seine Köche. Und, ja, ja. Ja. Du brauchst aber immer, glaube ich, den richtigen Mix im Team, ne? Definitiv. Wie ist es bei dir? Ich meine, einmal die akkurat sauber wegarbeiten, gut, sollten sie alle. Aber die so eher, es gibt wahrscheinlich die so ein bisschen prozessorientierter sind und die anderen, ja, die so ein bisschen kreativer sind. Ja, man muss das so ein bisschen rausfinden. Wenn die, ja, dann anfangen in der Küche, muss man beobachten. Nur Kreative ist wahrscheinlich Chaos. Ja, dann hat man ganz viele einzelne Kreative, ja, und jetzt muss die Küche ist immer nach Posten aufgeteilt. Und so muss man halt schauen, okay, kalter Posten brauchst, mal mindestens einen Kreativen, einen, der wegproduzieren kann, der sich gut organisiert. Und dann hat man halt noch Jungköche dabei, die ihren Weg sowieso, ja, noch suchen. Und so muss sich das Team mal zusammenstellen. Also. Du sagtest gerade, also bei euch ist Englisch die Hauptsprache. Ja, derweil sind wir so international aufgestellt. Wahrscheinlich auch, was heißt geschuldet durch einen Mitarbeitermangel. Da wir sehr viele internationale Bewerbungen bekommen oder auch brauchen, ja, ist das derweil so die... Teilt ihr euch denn die Küche mit den ganzen Restaurants? Oder? Wir haben eine große Küche und das 2-Sterne-Restaurant eine separate Küche. Ja. Aber das große Team arbeitet sowieso zusammen. Das sind alles die gleichen Leute, die das Gleiche machen. Also da gibt es keinen Unterschied. Okay, der macht nur für das Restaurant Prisma und der macht den Grill. Nein, die machen alle das Gleiche. So ist jeder auf dem gleichen Stand, jeder auf einem Level und jeder weiß Bescheid. Das macht es natürlich uns sehr einfach und das 2-Sterne-Restaurant läuft so ein bisschen separat, aber mit denen arbeiten wir auch zusammen. Also, dass das alles getrennt läuft, ist heute nicht mehr möglich. Aber ist natürlich cool, dass auch jeder da alle Facetten kennenlernt und auch, ja, natürlich, sehr abwechslungsreich dann. Ja. Ne? Ja. Wie nennst du deine Küche eigentlich? Nach dem Begriff suche ich seit 5 Jahren. Okay. Man könnte sagen Fusion, aber mag den Begriff gar nicht. Ist das nicht schon fast so Fusion-Küche? Ist das nicht auch schon so wieder ein bisschen, oh ey, das ist 10 Jahre her? So, ja, in so Richtung drücken muss. Ich verstehe, dass das ja wahrscheinlich, oder was ich jetzt gehört habe von dir, so am meisten passt. Aber also, ich glaube, gern ist, jetzt beim letzten Konzeptanpassung haben wir es genannt, 2 Cultures, 1 Plate. Okay. Ja, einfach 2 Kulturen auf einem Teller. Ich müsste, ja, ich tue mich auch mit dem Begriff Asien schwer. Da hat man so ein Bild im Kopf. Wenn man den Gästen sagt, das ist ein asiatisches Restaurant, stellt sich jeder was darunter vor. Und sind dann enttäuscht, wenn Blumenkohl und Kabeljau kommt, wo eine Zitrone drauf liegt.
Es gab ja mal so den Begriff euroasiatisch. Ja, das aber war so mal in den 80ern, ne? Ja, das war noch älter. Danach kam nichts und dann kam irgendwann Fusion-Küche. Also ich versuche mich immer an der europäischen Küche, an europäischen Gerichten zu orientieren und versuche denen irgendwie noch so den asiatischen Touch zu geben. Ja. Der Herr Bau kocht ja auch ein bisschen so. Ne? Ja, der war schon recht viel daran beteiligt, dass ich in die Richtung koche. Ist das denn eigentlich so, dass du sagst, ich entwickle mich bewusst weiter oder passiert das so? Ich habe Lust auf meinen Beruf und du hast die Augen und Ohren offen. Befasse mich Augen, Ohren offen und lese viel und guck mir viel an, gehe sehr viel essen und das kommt. Also man kann es ein bisschen steuern, aber vieles kommt auch einfach mit den Jahren, mit der Erfahrung, mit den Lehrjahren. Man ist ja nach den 3 Jahren nicht unbedingt fertig, sondern... Was nimmst du von hier mit? Nimmst du irgendwie ein Produkt mit, wo du sagst, ach, das möchte ich mal einarbeiten bei mir? Ja, Gunnar ist wahnsinnig aktiv im Pflücken, Einlegen, Marinieren von alles, was im Wald, auf Dünen, im Wasser wächst. Ja. Und das ist was da... Das lohnt sich. Schweiz hat viele Wälder, Wiesen. Geht auch. Viel, ne? Ja. Wie ist denn da? Also wenn du hierher kommst, ich habe das gerade gehört. Ne? Also du hast nicht viel mitgebracht. Du kommst dann in die Küche. Hast du ein Team dabei? Oder nein. Also das habe ich auch schon anders kennengelernt, nicht? Dass da auch die Köche dann, die zum Gourmet-Festival bringen, richtig dann ihre Entourage. Du gar nichts. Du bist einfach hier. Nee, Gunnar hat gesagt, er hat genug Leute. Ja, genug Leute. Und die haben Lust drauf. Also er hat wahrscheinlich auch schon erzählt, dass viele ehemalige wirklich zum Gourmet-Festival kommen, zum Helfen und mitgucken. Weil es einfach cool ist. Und für die ist das ja auch ein Bonus. Wenn da so ein Crack wie du kommt. Ja, ist doch so. Und ich koche jetzt nicht so kompliziert, dass das Rezepte sind, die man studiert haben muss, sondern ich bin auch so flexibel, dass ich sage, okay, mach ein Blumenkohlpüree und dann schmecken wir das später ab und das würde das schon passen. Ja, ich habe auch den Pilzfond wurde eingekocht. Ja, und da sagst du, wie du es haben willst oder sagst du, ich will einen Pilzfond? Ich bin mit Rezepten bin kein Apotheker. Nee? Ich habe ein paar Rezepte und die habe ich dann auch hochgeschickt, dass die schon ein bisschen was vorbereiten können, aber das sind alles so Richtlinien. Hey, da muss man aber grobe Richtlinien. Total viel Vertrauen haben. Ja. Sie sind ja auch gelernte Köche. Ja, ich bin. Je genauer man es hinschreibt, desto besser. Ich bin begeistert. Es gibt eine ganze Reihe von Kollegen von dir, die da etwas anders vorgehen und da etwas genauer sind. Nein, selten hat ein Rezept bei mir mehr als 5 Zutaten. Okay, ja. Also ich mag es nicht, wenn das so kompliziert ist mit 200 das Wegen. Das kann man auch mal schnell in eine WhatsApp schreiben. Ne? Da muss man nicht gerade so viel schicken. Ich bin sehr gespannt. Aber sag mal, wenn du dann in die Küche kommst, findest du dich dann gleich zurecht? Ich habe sie jetzt noch nicht gesehen. Ich habe gehört, Gunnar hat eine ziemlich coole Küche. Wirklich auch viel Gehirnschmalz reingesteckt. Ist das dann so, dass man da sagt, okay, erstmal Team, dann Küche, wie läuft das hier eigentlich alles? Wie lange brauchst du dafür? Und dass du sagst, okay, ich weiß jetzt, wie wir hier arbeiten? Das ging jetzt einen Tag dann. Ja, okay. Man merkt aber auch, dass die Küche in Koch eingerichtet hat und dann ist es schon so intuitiv, okay, hier macht es keinen Sinn, dass da steht, das muss da sein und dann ist es da auch. Also es ist alles da, wo es gebraucht wird und so würde ich auch die Küche einrichten, beziehungsweise so sieht es bei uns auch aus. Ja, na gut dann. Also das ist klar, in der Mitte ist der Herdblock, dann findest du hier die Töpfe und wahrscheinlich, wenn du hinter dir die Schublade aufmachst, sind da die Kellen drin und genauso ist es auch. Und klingt so einfach. Bei dir klingt das alles total einfach. Ja. Das ist, bin begeistert. Kochen ist kein Hexenwerk. Nee, aber einige mögen das gerne draus machen. Weißt du noch das allererste Gericht, das du jemals gekocht hast? Nee. Nee? Ich weiß mal, dass wir in der Schule mal ein Geschnetzeltes gekocht haben mit Pilzen. Das war so das Initialgericht, wo der Lehrer aufmerksam wurde, okay, der könnte mal was mit Kochen vielleicht machen, wo ich dann auch letztendlich gelandet bin. Ja. Aber davor habe ich auch schon mit beiden Omas, mit meiner Mutter, mein Vater hat viel gekocht. Und da habe ich auch schon mitgekocht, ich weiß jetzt gar nicht, was es war. Ja, weil ich meine, man muss das ja erstmal so mitkriegen, dass man sagt, ich koche selber gerne. Dann auch dann auch in der Traube Thombach zu starten, ist ja jetzt auch nicht mal so. Die haben jetzt auch nicht irgendwie hunderte von Lehrplätzen jedes Jahr. Also da muss man sich ja auch erstmal durch. Also da hast du ja ein bisschen was mitgebracht. Aber wahrscheinlich deine ruhige, entspannte Art, so wie du mir hier gegenüber sitzt. Und dass er das einfach mal kann. Nicht? Ich glaube, wenn man das so richtig kann, dann sagt man auch, wo ist das Ding eigentlich? Und so scheint es mir bei dir zu sein.
Und ich bin so gespannt, Philipp, wie das gleich ist. Wie viele Gänge gibt's? Ich weiß es gar nicht. Was haben wir denn? 6 Gänge. Auf welchen muss ich besonders achten? Auf alle wahrscheinlich. Auf alle sowieso. Ja. Den Kaviar natürlich. Und direkt einen Paukenschlag machen wir am Anfang mit der Auster. Direkt von hier sozusagen? Ja, ja, war mir wichtig. Die Wildauster? Die Sylter wilde Auster. Magst du Austern gerne? Ja. Ja? Ich liebe Austern, ja. Auch vor allen Dingen die Wildaustern aus der Nordsee. Also ich mag die sehr gerne. Und die sind sensationell. Ich habe noch nie so lange Austern gesehen. Genau. Was wünsche ich dir jetzt? Gutes Gelingen, aber ich mache mir da überhaupt keine Sorgen. Ich glaube, dich hier zu erleben ist bestimmt ganz toll, aber dich in der Schweiz zu besuchen ist wahrscheinlich auch nochmal ganz eindrucksvoll. Definitiv. Und da kommt das Panorama noch dazu. Das ist nochmal was anderes, ne? Also ich glaube, diese Gegensätze, ne? Die man, also das. Ja, aber, ja, jetzt Amrum und Vietznau haben nicht viele Ähnlichkeiten. Nicht so viel. Außer, dass beides am Wasser liegt. Und ist das so, Schweiz dein Ort, wo du sagst, ach, da kann ich bleiben? Ja, ja. Oder hast du, wie man so schön sagt, Hummeln im Arsch und sagst, ich muss jetzt irgendwann mal weiterziehen? Würdest du jetzt sowieso nicht sagen, aber... Nee, ewig jetzt wahrscheinlich nicht bis zur Rente, aber mir gefällt's, ich hab Spaß. Und du bist total entspannt. Immer. Du sagst, du gehst gerne essen, ne? Ja. Was würdest du denn sagen, wo würdest du jetzt hingehen, wenn ich sage, such dir ein Restaurant aus in Deutschland, in das wir zusammen gehen? Wo würdest du mit mir hingehen? Das ist schwer, ne? Das ist gemein auch, die Frage. Ich muss das reduzieren auf eins. Es kann ja eine Abfolge sein. Wir fangen jetzt mit einem an. Und dann, also, mir fehlt noch Schanz in Peaceport, der dieses Jahr 3 Sterne bekommen hat. Gehe ich mit dir hin, kenne ich. War ich schon. Aber nee, mach mal was anderes, war ich schon. Wo ich noch nicht war, ist beim, da habe ich nur mal das Personalessen bekommen, beim Clemens Rambichler. Oh ja, den auch noch. Ja, dann gehen wir dahin. Dann machen wir den. Ich war bei Thielkes, aber bei Rambichler noch nicht. Ja, dann machen wir den. Ja. Sehr gut, das ist doch. Aber, und da ja, übrigens Personalessen war, ich war glaube ich der Einzige, der im Gastraum jemals Currywurst bekommen hat. Oh, sehr gut. Das war nämlich Currywurst dort. Die war sehr gut. Nee, da bin ich dabei. Ja? Okay, dann sehen wir uns das nächste Mal entweder bei dir in der Schweiz oder beim Rambichler. Auf die Tour nach Dreis. Ja, alles klar. Dankeschön. Philipp, ich danke dir. Und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du bei dieser Episode dabei warst. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest, abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von Der Große Restaurant und Hotel Guide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Es gibt nämlich einen neuen Podcast mit mir. Der heißt Vinyl und Wein. Und in diesem Podcast begrüße ich spannende Persönlichkeiten, die ihre Lieblingsplatten mitbringen und wir trinken dazu passende Weine. Ich spreche mit meinen Gästen über deren musikalische Meilensteine und über die Bedeutung von Musik in ihrem Leben. Also, wir hören uns bei Vinyl und Wein.